Ey, ich hab das doch eben geschafft. Muss ich tiefer sein? Ich mach das mal tiefer jetzt. Tiefer! So. Okay. Jetzt einfach Hep durch und das orangene neu setzen. Yay. So, bestimmt war das geplant so. Da kommt doch keiner drauf. Ich will mich hier jetzt noch ein bisschen umgucken. Hallo? Ist hier jemand? Ach! Hier kommen wir her! Cool, okay. Das, gut. Hat mich jetzt nicht wirklich vorwärts gebracht, eher einen Schritt rückwärts. Naja, es war auf jeden Fall mal eine interessante Erkundung hier. Nee, da kommen wir ja auch her. Na super. Na super. Na gut, dann können wir jetzt irgendwo hier ein Portal setzen. Dann können wir wieder hoch da. Nee. Können wir natürlich nicht. Ach doch, da. Ah, ist ja doof. Das ist ja doof. So, dann können wir hier direkt wieder raus. Ha. Was soll man das denn machen? Da hinten ist die Tür zu, ist ja das Schlimme. Das ist ja mein Problem. Sonst wäre das eigentlich recht einfach. Ich weiß nicht, wo hier ein Knopf sein soll. Hallo, ein Knopf bitte. Ein Knopf war es jetzt um... Ah, 9:30 ist sogar. 9:30 in Deutschland. Deutschland, Alter. Heute ist aber schlimm mit Reden. Also wir haben gerade Ferien, da ist ein bisschen... Ah! Was ist das denn? Da ist es etwas schwieriger zu reden, wollte ich gerade sagen. Und auch, nicht zu failen. Nee, nicht failen ist ja für Anfänger. Echte Pros, also sowas wie ich, das, die machen das schon dann doch mit Fail. Weil ja, das ist einfach... Hat mehr Prestige und damit... Das macht mehr Spaß. So. Zack. Und... Rinder. Ja, super. Hallo. Du tötest doch gern, könntest du... Au, diesen Vogel für mich töten? Oh Gott. Au. Au. Warte, es tut gut, danke. Was war das? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Das ist ja super. Wir haben schon... Super. Mir gefällt das noch weniger als dir. Schließlich wurde ich gerade teilweise von einem Vogel aufgefressen. Gut, können wir jetzt irgendwas mit dir machen? Ach, da ist der Knopf! Okay, jetzt haben wir das an unsere Portal gehen. Wie lange war ich weg? Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffel. Noch ehe wir alle als Atommilz verkochen, gehen dieser kleine Idiot noch... Gut, also mit dem Ding an meiner Portal gehen werde ich wohl kaum noch reden können. Super, toll, Aperture. Ihr habt mein Let's Play versaut. Okay, wir gehen jetzt hier einfach mal durch. Ey, da hat er das scheiß Nest oben gebaut. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt darüber. Und hab. Oh, und es hat funktioniert.
Super. Ey, warum baue ich denn die Kartoffel an meine Portalgun? Kann ich sie nicht irgendwie in die Tasche stecken oder so? Gladys, du olle Kartoffel! Das Wiedersehen! Was soll denn passiert sein? Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Gut, okay. Bevor du hier noch die Kartoffel frittierst, solltest du vielleicht die Klappe halten, Gladys. So, das ist doof mit der scheiß Kartoffel da oben, ne? So. Also im ersten Teil war es ein Kuchen, hier sind 60 Dollar. Die hätte ich gerne, muss ich jetzt sagen. 60 Dollar sind ja 40 Euro. Knapp umgerechnet jetzt gerade. So, das Giel, ja. Thank you for keeping enrichment spheres clean. Ja, das machen wir immer. Also wir lassen alles sauber. Also wir machen nie irgendwas dreckig. So, genau, das würden wir nie tun. Ja, also, alles sauber bei Enrichment Center Sachen. Das ist immer so. Ah, das Gel ist einfach, das Gel ist richtig cool. So. Dann wollen wir es euch mal zeigen, wie das funktioniert. Ja, was macht denn das hier eigentlich? Okay, brauche ich erstmal einen Cube. Brauche ich den Cube her? Hallo, Cube? Kriege ich hier keinen? Nee. So, also das beschleunigt uns. Abartig. So, dann können wir hier einfach mal durchlaufen. Hallo. Achso, ja. Dann brauchen wir noch mehr Grütze, würde ich sagen. So, wo ist denn hier der Schalter für die Grütze? Ach, der war da oben. Ach, toll. Ja, toll. Ach, nee. Ja, toll. Und wie komme ich denn da hoch? Ich muss hier gerade richtig nachdenken, das ist dann schlimm. Also, wenn ich hier rüberlaufe, zack. Hier muss die Grütze raus, damit ich weiterkomme. Muss ich ja da hoch? Und dann ist das gleichzeitig weg, oder kann ich das hier neu setzen irgendwie? Nicht. So, ich muss ja hier oben den Schalter, um das loszulassen. Gut. Da kann ich auch nicht hinschießen. Hä, was haben die sich jetzt gedacht? Was haben die sich gedacht dabei? So, wir machen jetzt noch ein bisschen Grütze, weil wir es halt können. Yay! Gut, das bringt uns da nichts an der Wand, aber... Hey, was soll's? Gut, hier können wir auch noch was hinmachen. Das bringt uns, wie gesagt, nichts. Was sollen wir denn machen? Um weiterzukommen, brauchen wir noch mehr Grütze, weil wir halt... kein Cube haben. Nein! Das war jetzt fail. Das war fail. Das ist alles die dumme Kartoffel, die da jetzt oben auf meiner Portalgun sitzt, die macht, dass ich nicht mehr richtig Portal spielen kann. Na gut, hier angekommen. Wie soll ich denn jetzt weiter? Ich muss ja da rüber gleiten. Oder nicht? Wir brauchen aber Geschwindigkeit. Geschwindigkeit kriege ich ja nur, wenn ich da Grütze hinballer. Oder muss ich das schnell machen? Ich kann es nochmal schnell versuchen. So, blau, und dann nehme ich da das Orange auf der anderen Seite.
Ach, das Orange ist ja auf der anderen Seite. Hä? Wie hab ich das jetzt hingekriegt? Auch egal. Okay. Es hat geklappt. Also los. Und rüber und... rüber. Yay, funktioniert wie am Schnürchen. Das ist das Eckige durch das Runde. Das geht nicht. Dann machen wir das so, also. Wir sind ja... ein bisschen Intelligenz ist ja vorhanden. Ist ja machbar. So, darüber kommen wir auch wieder ganz locker. Dann könnte es aber schon schwer werden. Wo ist der Cube jetzt? Hey, der war jetzt gerade auf dem Boden. Ne, durch den Boden. So. Gut. Da jetzt hin und hier so. Und dann jetzt können wir mal den Cube da durchschubsen. Der gleitet auch über den Boden jetzt. Da, wo die Flüssigkeit ist. Na, gut. So, komm. Cube jetzt auf die Schaltfläche. Genau, dann haben wir nämlich einen höheren Winkel und können uns da hochkatapultieren. Klappt ja wie am Schnürchen. Remember, do not leave your belongings here. Leute, for more than 20 minutes, touch the glass. Okay, also nichts hier lassen, nicht länger als 20 Minuten hier verbleiben und nicht das Glas anfassen und... Do wear a shirt and shoes at all times. Move quickly through your test track. Not forget to touch the glass. Okay. Also wir sollen auf jeden Fall ein T-Shirt und Schuhe anbehalten. Und schnell durch die Tests bewegen. Und auf jeden Fall das Glas anfassen. Ja, was denn jetzt? Anfasst oder nicht? Gut, jetzt müssen wir... Hallo? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh Gott. Ich hoffe, da kommen wir gleich noch rein. Da würde ich mal den rein. Gut. Hallo. Kann ich hier... muss hier ja, glaube ich, wieder runter. Ich muss jetzt von irgendwo hoch oben runterspringen. Gibt hier aber kein hoch oben. Oder doch? Oder ich muss mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Mauer rasen. Aha! Noch ein Stück. So, es sollte reichen, um zu sterben. So, go! Zack! Klappt ja! Wer hätte es gedacht? Gut, das hat ja geklappt. So. Emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Das ist doch schön. Dann hätte man wenigstens die Klappe glättet. War schon im ersten Teil beim Endkampf nicht lustig mit dir. Gut. Ein Knopf. Der Knopf macht wahrscheinlich, dass das Zeug rauskommt. Über die Pfützen springen und schnell laufen. Okay, ah, hier kommt das Glibberzeug raus. Das Sprungzeug. Muss ich mich jetzt für eins von beiden entscheiden oder brauche ich später? Später einfach beides. Aber eigentlich gerade gar nichts, oder? Na doch. Okay. Ich nehme jetzt aber mal das hier. Yeah, lieber Dr. Sommer. Und was passiert, wenn ich das jetzt eigentlich mische? Kann man ja mal ausprobieren. Wir haben ja die Möglichkeit. Oder wird es einfach überschrieben, sozusagen? Ah, es wird überschrieben. Nee, dann nehme ich doch lieber das andere.